Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Jawohl. Wir sind wieder da. Und wir waren in der letzten Folge hier in diesem, wie ist das nochmal? Poseidon Reservoir, genau. Und haben da ein bisschen aufgeräumt und jetzt wollen wir, glaube ich, mal zurückkehren. Zu unseren Freunden bei... wo waren das nochmal? Bei der Polizeistation irgendwo. Ranzoomen, warte, hier, so. Wo waren das nochmal? Steckbrief angucken, Bläfliegendrüse, Diamond City, hier ist es schon mal nicht. Genau, hier war das, glaube ich, genau, Cambridge. Cambridge Square, Polizeirevier, da möchte ich hin, richtig. So. Und dort werden wir jetzt unseren Freunden Dance und Riley, hieß die andere, glaube ich. Ist die Riley? Naja, jedenfalls werden wir denen da halt, Bericht erstatten, wie es denn so ihr Laufen ist da draußen. Da draußen in der großen, weiten Welt. So oder so ähnlich. Naja, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mehr von diesen Missionen, dass wir hier irgendwo was säubern sollen. Ich weiß es nicht. Kann aber natürlich gut sein. Also ich glaube, dass dieser Missionsschrank tatsächlich fast nur ausschließlich daraus besteht, aus, hey, pass mal auf, hierhin, dahin, das machen, das machen, das machen, das machen, wieder zurückkommen. Das ist halt ein bisschen... Aber gut. Wir gucken mal, was die guten Herrschaften dann jetzt so von uns, oder was die uns jetzt so erzählen. Wie sieht die Power-Rüstung eigentlich von außen aus? Sieht schon ziemlich stylo aus, ne? Ja, und ihr habt ja gesagt, ich soll ruhig mal ein bisschen noch in dieser Power-Rüstung bleiben. Das können wir natürlich gerne mal machen. Haben wir jetzt bisher noch nicht so oft gemacht. Nur am Anfang mal, als wir gegen diese Todeskralle gekämpft haben. Ganz, ganz am Anfang. Aber seitdem hatten wir so ein Ding eigentlich nie wieder angehabt. Naja. Schönen guten Tag. Wir werden uns mal schnacken. Nach da hinten. Kommen wir mit unserem Köppes durch? Stecken wir da nicht in den oben drin? Ne? Na doch ein bisschen, aber passt schon. Gut, da bist du wieder. Hey! Heißt das, du hast die Technologie gefunden? Oh, hell yeah! Und auch noch in gutem Zustand. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Sag mal da. Bestätige. Gut, das Gebiet ist auf deiner Karte. Also los. Ja, geil, ey. Mach mal direkt, oder was? Begonnen, Quartiermeister. Berge die Reflexkondensatortechnologie aus Regionalbüro. Oh Mann. Was wir das machen sollen für die, ne? Also... Bist du fertig oder was? Ah, bin ich auf einmal so groß, ne? Jo. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Hier ist deine Bezahlung. Dem Commonwealth wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Wenn du bereit für deine nächste Mission bist, komm zu mir. Bereit. Ich bin bereit. Gut. Hier ist das neueste Zielgebiet. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Okay. Was soll man machen? Säubere Pier der Küstenwache. Okay. Huch. Naja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir gar nicht hier groß die Welle, sondern geben dem Ungeziefer eins auf die Schelle. Oh Gott. Ah, wie schlecht, ey. Tobi, ich kotz gleich. Ja. So, wir müssen noch mal gucken, was wir sonst noch so für Missionen haben. Wir müssen noch mal wieder zurück nach Diamond City, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Also ein paar Agenda, Tagesordnungs, Dings, Bummens haben wir schon. Oh, es regnet. Oh. Boah, wie geil die Wassertropfen halt auf diese Glas, also auf das Visier quasi tröpfeln. Sieht schon stylo aus. So, pass mal auf. Wo müssen wir hin? Das eine war irgendwo an der Küste. Markierter Ort. Da sollen wir hin? Nee. Warte mal, ist das Flugzeug hier? War das Flugzeug nicht das Flugzeug, wo es diesen Koffer gab, den wir noch aufmachen wollten? Ich glaube schon, oder? Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, müsste das der Koffer gewesen sein, wo wir hin wollten. Ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher. Sicher. Aber wir gucken einfach mal. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist er. Da wollen wir doch da direkt mal hinschreiten und uns das Köfferchen holen. Tatsächlich. Oh. Oh, wir haben Gesellschaft. Das ist ja toll. Hey. Stirb.
Da, direkt vor mir. So. Was ist hier denn los, ey? Randale! Erlege 300 Personen. Alter, wir sind bereits 300... Ah, geh doch weg! 300-facher Mörder. Krasser Scheiß. Und das waren tatsächlich nur die Dings, die wir getötet haben. Kind des Atomspisser. Das war tatsächlich nur die Menschen, die wir getötet haben. Ich glaube, da sind die Dings gar nicht dabei. Die ganzen anderen. Die ganzen anderen, die uns zum Opfer gefallen sind. Ich will eigentlich nur den Koffer haben. War der nicht hier irgendwo? Einsteiger. Hör, den haben wir damals nicht aufgemacht? Na, das kann ja wohl nicht wahr sein, wa? Nein. Geschafft. That's music to my ears. Oh, wir haben einen Fusionskern gefunden. Das ist super. Weil... Naja, ich meine, wir haben ja gerade was an, was ein Fusionskern braucht, ne? Du bist nur einer der verdammten Ketzer. Du kannst dich nicht vor einem wahren Gläubigen. Hast du mich gerade Fetzer genannt? Oder Petzer, ich hab's nicht verstanden gerade. Hä, sag mal, hatten wir das hier nicht ausgeräumt? Kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Aber wenn wir es ausgeräumt hätten, dann wäre hier ja nicht noch alles voll, ne? Macht schon irgendwie Sinn. So, wo wird denn jetzt noch geballert? Ah. Dort drüben weilt noch ein unbelehrbarer. Stirb. So, Kronkorken. Gamma-Patronen. Hey. Das ist noch einer. Jetzt ist aber Schluss, mein Freund. Hä? Komm ihn da jetzt rein. Tolle Wurst. Jetzt mal ernsthaft, wie kommen wir da rein? Ach, hier wahrscheinlich über diese Treppe hier. Über dieses kleine Rampchen. Nein! Nee, doch nicht, hä? Ach da, guck mal. Hallo? Boah, haut der rein. Was ist mit ihm denn los? Mein Name ist Rick Grimes. Ey, wie bist du da reingekommen, Piper? Verrat mir mehr zuvor. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man denn da rein? Oh, du Pisser. Na komm, zeig mir deinen Kopf. I'm gonna shoot your head. In your head. Batz. Trotzdem würde ich gerne da hoch. Die alte Pippa ist ja auch irgendwie da hochgekommen. Und wenn die das kann, können wir da doch schon lange herkommen. Hä? Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Hier vielleicht? Ah jo, hier vielleicht. Na super. Doch so einfach, wa? Was ist denn das? Eine Kaffeekanne. Oh, ein Blutpaket. Sehr schön. Spiegel, da ist aber nichts drin. Aber hier ist Stimpex auf dem Klo. Da haben wir eins. Ja, sehr schön. Haben wir das damals so ungründlich hier... Hä? Krass. Vorsicht, 5% mehr Schaden gegen Meyerlurks. Ja, sehr schön. Alter, das Bild. Oh, I'm fucked. Eine Gamma-Kanone. Die sind aber eigentlich nicht so geil irgendwie, ne? Weiß ich nicht, diese Gamma-Kanonen sind irgendwie komisch. Wo saß denn jetzt der Typ? Ach, das war der hier. Ah, okay. Eine Patronenkiste. Ja, ich bin ja ein bisschen schockiert, wie unsauber wir das hier gelootet haben, alles. Ich hätte ja gedacht, wir waren da ein bisschen, Oh, wir haben Aufzeichnungen von Skylines Flug gefunden. Krass. Hier oben im Cockpit. Warum nehme ich das rote Kleid mit? Ich weiß es nicht. Warte. Schnups. Und Durchsimmer. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Ranzt mitnehme. Keine Ahnung. Stupid, that's my problem. Okay, so, wo war jetzt der fette Koffer, den wir damals nicht öffnen konnten? War der hier? Nein, aber hier haben wir einen Kronkorkenvorrat gefunden. Sehr schön. Welcher Koffer war denn das nochmal? Der war es definitiv auch nicht. Das war aber hier, ne? Ja, doch klar. Das war definitiv hier, das weiß ich noch.
weiß nur nicht mehr, wo dieser Koffer war. Da lag ein Koffer rum. Der war Meister quasi. Den konnten wir damals nicht öffnen. Ah, hier, oder war das hier? Ah, Experte. Könnte auch der Safe da gewesen sein, ne? Cool. Eine Haarklammer. Und ein Tischventilator. Nehmen wir natürlich mit. Und dann öffnen wir noch den Safe hier. Toll. Wie gut, dass wir 99 plus Haarklammern haben. Ja, das ist sehr wichtig. Patrone, Patrone, Vorkriegsgeld, Gabel und der Rest. Auf Wiedersehen. Mir war aber irgendwie so, als wäre hier tatsächlich noch ein Meisterkoffer gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt scheitere ich hier in so einem scheiß Einsteigerkoffer oder was? Das ist zu weit, das ist viel zu weit gewesen. Auch viel zu weit. Ah. Das wär's. Patz, patz. Okay. Also so einen Koffer finde ich jetzt hier nicht mehr, aber das könnte es auch gewesen sein. Vielleicht. Wir gucken da hinten nochmal. Den hier haben wir noch nicht ausgeräumt. Doch, haben wir. Ne, also hier liegt auch nichts mehr. Dann muss es, da war es wahrscheinlich doch der Safe da. Der Experten-Safe. Ich bin Experte auf diesem Gebiet. Okay, pass auf. Lass uns mal kurz die Missionen hier aktivieren. Patz, patz. Und dann mal kurz checken, wo wir hin müssen. Das ist Pier der Küstenwache. Da waren wir aber hier unten schon Westing anwesend. Und das andere ist Somerville Place. Nordhagen Beach. Ne, das ist es nicht. Wo sind die andere Kackmission jetzt? Das ist das Ding an der Küstenwache. Ich glaube, die Küstenwache sollen wir ja auch säubern. Ne? Dann reisen wir mal zu der Küstenwache da unten. Komm. Hier einmal so ein Marker hin und dann einmal zum Westing-Anwesen. Ich glaube, das Westing-Anwesen war doch das, wo sie überflutet war, ne? Wo diese Technologie war. Oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Kann natürlich auch sein, dass ich mich da vertan habe. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Genau, das ist das Westing-Anwesen gewesen. Hier waren so viele Meyer-Lurks. Deshalb möchte ich mich hier gar nicht groß aufhalten, sondern directly weitergehen. Und zwar in diese Richtung, ne? Ja. Okay. Wo steht eigentlich noch, wie viel... Ah, das an der Seite links ist HP und ich glaube Core ist dann in dem Fall... Wie viel Power das Ding noch hat, ne? Na, müssen wir auch mal bald gucken. Wir sind schon unter 50, da müssen wir einen Fusionskern mal reinsetzen. Aber ich glaube, wir haben ja sogar einen Fusionskern gefunden, ne? Oh, ein wilder Ghoul. Wo denn? Ah, okay. So, den hätten wir. Eliminiert noch bevor er uns gesehen hat. This is how the Hazel works. Nee, Bullshit, this is how the Hazel. So läuft der Hase. Uiuiui. Wo kommst du denn her? Das war euer letzter. Boah, Alter. Sehr gut. Der hat mich voll verjagt gerade. Was ist denn so geil hier? Hier gibt's doch gar nichts. Was ist das denn für eine Scheiße? Da war ja überhaupt nichts. Kriegen wir eigentlich Red, wenn wir da standen jetzt gerade? Wir könnten sowieso mal ein Stimpack gebrauchen. Aber ich glaube, Red haben wir jetzt nicht gekriegt, oder? Nee. Sah mir jetzt auf den ersten Moment nicht so aus. Auf den ersten Blick. Naja.
Wenn nicht, dann nicht, ne? Du willst mal dich ja nicht beschweren, Mutantenhund. Aha. Oh ne, ein Supermutanten-Selbstmörder. Da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf. Ah, der hat viel gebracht. Sehr schön. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Komm, lauf in meine Mine. Ja. Sehr gut. Schnipp, du scheiß Mutantenhund. Lässiges Viech. Okay, jetzt müssen wir uns um den Rest kümmern. Was kommt denn da? Warte. Hier. Ah, Drecksack. Ah, ich hab das Scharfschützengewehr ausgewählt. Scheiße, Mann. Ei. Na, wo ist die? Batz, voll auf mich draufgefallen, tot. Hey. Meine Gebrüder. Sehr gut. Hey, da oben steht einer, guck mal. Oh. Das hat dem jetzt aber nicht so wirklich viel Schaden gemacht. Okay, ich glaube, wir müssen da ran. Das hat gar keinen Sinn. Hier war aber irgendwo noch eine Mine, die ich gerade dahin geschmissen hatte, ne? Ich hätte jetzt fast gesagt, komm, lassen wir liegen, tritt sich fest, aber... Kann man so eigentlich nicht sagen, ne? Ja, wir müssen da ran. Das hat gar keinen Sinn gegen den. Alter. Boah. Hey, wir sind aber schon richtig hier. Ah, da sind ja noch mehr. Haben wir noch eine Granate oder sowas? So eine Plasmagranate. Was soll ich denn damit? Hier, nehmen wir die hier. Alter. Hey, du Pisser. Stop shooting some balls to my side. Brutal mächtige Kampfflinte. Höherer Rückstoß. Na, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Kampfflinte. Jo, die nehmen wir. Und einmal bitte ein Stimpack. Batz. Sehr schön. Okay, hier war keiner. Der war noch da oben, ne? Naja, genau. Warte, warte, wir haben das gleich. So. Yeah, geschafft. Ah, Piper. Piperino, hey. So, Splittergranate, sehr schön. Okay, lass uns mal Licht anmachen hier und dann gehen wir mal hier durchs Haus und gucken mal, was es da so gibt. Wobei, erstmal gehen wir hier hoch. Haben wir hier einen leckeren Fleischsack mit Munition und Kronkorken. Dass die immer Munition und Kronkorken da reinpacken müssen, das ist doch voll ekelhaft. Na, ja, so der radioaktive Drüse macht's auch nicht besser. Radio. Eine Küstenwache-Mütze, na super. Eine Thornbürste. Aber sonst ist hier nichts mehr. Dann haben wir hier noch so ein kleines Wohnwägelchen. Haben die da ernsthaft drin gewohnt? Du, ich, Familie gründen. Jetzt. Hose schon aus. Okay, ah, da sind so eine provisorische Batterien, guck mal. Die kann man auch mitnehmen, die braucht man bestimmt immer mal irgendwo. So. Kommen wir zu die Haus auf die Küstenwache. Oh, Kronkorken. Gut, die 10mm Pistole brauchen wir jetzt nicht. Sag mal, Piper, willst du auch noch so ein Küstenwachenmützchen oder was? Alte Pippersau. Okay, pass auf. Ach ja. Toby hat's mal wieder verkockt, ne? Verkockt hab ich's. Ah. Sehr gut. Ja. Ja. So, was haben wir denn da Schönes? Unglaublich überwältigende Geschichte. Alright. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das bringt. Na egal. Da war schon mal ein Bettchen. Was haben wir noch im Schreibtisch drin? Nichts. Nichts. Da war ein Rettungsring.
Was ist da drin? Oh. Das schaffe ich nicht zu hacken. Scheiße. Ja, oder ein Passwort, ne? Ein Passwort wird ja auch schon reichen. Wenn wir das hätten, vielleicht hat das hier ja irgendjemand. Vielleicht hat das ja irgendjemand so ganz zufällig in seinen Händen. Oh, ein wunderschöner Eddie Winter Holoband. Warte, Wiedergabe. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dublin, Galway Bay, Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Wie schön. Wie schön. Okay. Doch kein Passwort, schade. Ich hatte vielleicht sogar Hoffnung gehabt. Leider hat er sein Passwort nicht auf Band gesprochen. Sehr ärgerlich. Verdammt. Wir werden es nicht schaffen, diese Waffenkammer auszurauben. Deal with it, Toby. Deal with it. Haben wir ein Lämpchen? Na, guck mal, gehen wir nochmal ganz nach oben gerade. Hi, Pippa. Weil da geht's ja auch noch hin. Da war ja der Herr von uns zu Scharmützel. Scharmützelbrützel. Oh, Taschenuhr, die nehmen wir mit. Terminals, funktioniert da irgendeins noch von? Ne, ich glaube nicht, ne? Schlechter haben wir hier noch. War kein guter, aber war ein schlechter. Hey, was ist hinter dieser Tür, weil man die aufriegeln muss? Ich glaube, es verbirgt sich Narnia dahinter. Nee, aber ein First Aid Kit. Yay! Mit 2 Stimpaks, cool. Das nehme ich natürlich gerne mit, ne? Da sag ich nicht nein, du. Da sag ich nicht nein. Oh, eine Munitionskiste. Und ein Westgay. Die Lampe kann man aber mitnehmen. Da kann man noch, die kann man noch verwerten als Schrott. Und ansonsten geht es nochmal hier hoch. Und hier oben haben wir eine Militärkiste. Oh, nö. Eine Nuka-Cola Cherry. Wodka. Ganz wichtig. Ich habe immer meinen Wodka dabei. Blöd. Wir müssen uns auf jeden Fall mal da unten an den Vertibird klemmen. Und mal gucken, was mit diesem Vertibird da unten passiert ist. Weil irgendwie sieht der schon noch ein bisschen... Naja, wobei, so wirklich intakt sieht der nicht mehr aus. Gott sei Dank, der sieht schon noch ein bisschen intakt aus, aber sieht nicht mehr so wirklich intakt aus. Aber da geht's rein, guck mal. Was finden wir denn hier Schönes? Oh, der hat einen Steuerknüppel im Arsch, das ist natürlich nicht so toll. Hui, da ist ein Schaltgerät oder ein Schaltkram. Die haben sich hier in den Tod gesoffen. Ich habe gerade einen Schlüssel gefunden. Schlüssel der Arrestzelle, aber das ist glaube ich nicht... Was? Achso, der Kern ist fast leer. Okay, warte, dann müssen wir mal kurz aussteigen. Ah, mal ein bisschen den Muff lüften da. Also jetzt steige ich wieder ein, das wollte ich gar nicht. Ah. Pass auf, ach nee, der wird automatisch verwendet, oder was? Ah, plops. Okay, wunderbar. Hui. Dann mal rein in die Bude hier, nicht? So. Sehr schön. Okay, dann gucken wir gerade mal, ob wir das Ding hier mitnehmen können, was wir da gerade von außen gesehen haben. Ja, Schaltplatte, genau. Militärstandard, wunderbar. Okay, ich würde sagen, dann haben wir hier soweit alles durchforstet. Wir können gerade nochmal gucken, für was der Schlüssel war, weil ich glaube, der war für die Zelle, die wir eh schon aufhaben. Wenn, hätten wir halt hier reingemusst, aber das können wir leider nicht. Weil hier... Alter, weil hier kein Passwort ist. Na, wenn ihr das Passwort wisst, wo das ist oder so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout 4 wieder. Bis dahin, ciao! Ja, das war doch eine ganz lustige Folge von Fallout 4. Wir haben das Pier der Küstenwache gesäubert für, mal wieder für die Bruderschaft natürlich. Wie viele Standpunkte wir schon wieder clean gemacht haben für die Bruderschaft. Das ist ja schon Wahnsinn, oder?
Aber muss man schon sagen, ich finde, das ist schon eine reife Leistung, was wir da so bringen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge wird es noch viel reifer mit der Leistung, denn dann machen wir da irgendwas Cooles, Neues. Was genau, weiß ich noch nicht. Das erfahren wir dann. Bis dahin. Tschüss.